Guten Abend, meine Damen und Herren. In der bis zum Herbst letzten Folge unserer Reihe Wunderbare Welt werden Sie heute ein Stück Australien kennenlernen. Es ist ganz anders als das, was in letzter Zeit vom fünften Kontinent im Fernsehen zu besichtigen war. Also nicht der Blick auf irgendeinen Center Court in Sydney oder Melbourne. Was wir Ihnen von Australien zeigen wollen, hat, möchte fast sagen, ausnahmsweise, mit Sport nicht das Geringste zu tun. Spannend ist es trotzdem, wegen der Menschen, um die es geht. Und die sind auch wieder ganz anders als die Australier, denen wir normalerweise begegnen. Fernsehen jedenfalls. Wally Mazur, der Tennisspieler oder die Bee Gees. Unsere Australier heute Abend sind in der Sprache des Landes, in dem sie leben, aber nicht in ihrer eigenen, Aborigines, Ureinwohner. Kleine, dunkelhäutige Menschen, die vor gut zwei Jahrhunderten noch die einzigen Bewohner eines Kontinents waren, der gut 40 Mal größer ist als Deutschland. Die Eroberung des Landes durch die Weißen, erst britische Sträflinge, dann andere Siedler, ist auch so ein finsteres Kapitel europäischer Kolonialgeschichte. Die Fremden haben eine Kultur beinahe ausgelöscht, sicher aber fast irreparabel beschädigt, die seit 40.000 Jahren besteht. Man schätzt die Zahl der Aborigines heute auf 160.000, 1% ungefähr der Gesamtbevölkerung. Die meisten, viele von ihnen inzwischen Mischlinge, leben am Rande der großen Städte im Südwesten Australiens. Entwurzelt, schlecht ausgebildet, also arm und häufig auch krank, weil sie nicht gelernt haben, mit der Droge Alkohol umzugehen. Die Bindung an den Stamm ist für die Mehrheit längst zerstört. Eine Minderheit hat sich ins Landesinnere zurückgezogen und versucht, in sogenannten Outstations an die Traditionen der Vorfahren anzuknüpfen. Mit einem einfachen Leben, das frei ist von den dubiosen Segnungen der weißen Zivilisation. Dabei hilft die Regierung. Das schlechte Gewissen der weißen Australier hat den Aborigines in den Jahren nach dem Kriege endlich zu vollen Bürgerrechten verholfen und auch zu einer eigenen Organisation, die ihre Rechte wahren und sie vor Verfolgung und Ausplünderung schützen soll. Aber ihre Kultur, die älteste noch lebende der Welt, stirbt. Langsam, aber sicher. Zu beobachten ist das zum Beispiel bei den Gagajus, einem kleinen Stamm im Norden des Landes. Sehen Sie in unserer Reihe Wunderbare Welt, Australien, Dämmerung im Paradies. Aus dem Meer, so glauben die Gagajus, ein Stamm australischer Ureinwohner, sind die Wesen gekommen, die der Welt ihre Form gegeben haben. Dem Land, den Menschen, den Tieren und den Pflanzen. In ihrer Sprache heißt die Schöpfung Traumzeit. Es ist noch gar nicht lange her, gut 200 Jahre, da gehörte das Land den Ureinwohnern allein. Aus den fruchtbaren Küstenregionen haben die Fremden sie inzwischen vertrieben. Heute leben nur noch wenige Stämme dort, wo sie immer gelebt haben, wie in der Nähe der nordaustralischen Stadt Darwin, die Gagajus, in einem Reservat, das sie Kakadu nennen. Es ist ihr Eigentum, geschützt vom Staat, der es zum Nationalpark gemacht hat. Kakadu, das sind Eukalyptuswälder in einer Marschlandschaft, die überragt wird von einem mächtigen Sandsteingebirge. In der Traumzeit, als sich Menschen in Tiere und Tiere in Menschen verwandelten, hat sich Ginga, eins der Wesen, das aus dem Meer gekommen war, versehentlich verbrannt. Um die Schmerzen zu lindern, stürzte es sich ins Wasser und nahm dort die Gestalt eines Krokodils an. Brandblasen, so will es die Überlieferung der Gagajus, als Ursprung der Schuppen, Zacken und Höcker auf dem Körper der Krokodile. Und dann wurde Ginga zu Stein. Mit den Unebenheiten ihres Leibes erklären sich die Gagajus die Formation der Sandsteinfelsen. Die Kraft und die Biegsamkeit des Schlangenkörpers sehen die Ureinwohner in den steinernen Arkaden dieser Gebirgslandschaft. Ganda Gitsch, der Urahn des Kängurus, hat, so sieht es der Stamm, durch seine Sprünge Täler und Mulden geschaffen. Das Land, das so entstand, war fruchtbar und gab den Menschen, was sie brauchten. Heute ist das Reservat fast leer. Mit den Fremden kamen fremde Krankheiten, die viele der Ureinwohner in dieser Region dahingerafft haben. Andere Gagajus sind auf die Wanderschaft gegangen. Es ist einsam geworden in der Wildnis von Kakadu. Wie lebendig und lustvoll die Menschen hier einst waren,
Das erzählen die Höhlenbilder, von denen die ältesten vor ungefähr 30.000 Jahren entstanden sind. Immer wieder haben die Gagajus im Laufe der Jahrtausende ihre Entdeckungen an den Felswänden festgehalten. Zuletzt die seltsamen Dinge, die mit den Fremden gekommen waren. Die ritten auf Pferden übers Land und trugen Waffen bei sich. Damit werden die Ureinwohner in kurzer Zeit zu Untertanen gemacht. Da standen die weißen Männer mit den Händen in der Tasche, so erzählten es sich die Gagajus, und sagten unserem Stamm, was er zu tun hatte. Vor knapp 30 Jahren das letzte Bild des letzten echten Höhlenmalers und der letzte vergebliche Versuch, den Zauber der Traumzeit zu bewahren. Heute ist die Pflege der Überlieferungen des Stammes die Sache einer kleinen Gruppe von alten Männern. Nur sie kennen noch die Rituale und die Bräuche. Nichts davon ist schriftlich festgehalten. Was noch lebt von den Traditionen der Gagajus, steckt in den Köpfen dieser Greise. Big Bill Naiji ist der Philosoph. Er beschäftigt sich mit der Geisterwelt, kennt und interpretiert die ungeschriebenen Stammesgesetze. Nipakapiriji hütet die Legenden des Stammes, die Fabeln aus der Traumzeit. Felix Ihanuk ist der Zeremonienmeister. Die uralten Bestattungsriten kennt nur er. Louis Ilkir ist der Künstler, einer der letzten Maler in Kakadu. Aber er malt, wie auch die anderen, auf Baumrinde, nicht auf die Felswand. Die Jüngeren sind zumeist außerhalb des Reservats aufgewachsen. Aber hin und wieder kehrt doch einer zurück. Naijis Sohn Jonathan ist einer davon. Als Gagaju unterwirft er sich den Gesetzen seines Stammes. Als Aufseher, Ranger im Nationalpark Kakadu, denen des Staates. Der doppelte Anspruch macht ihm Schwierigkeiten. Einige Familien meiden ganz bewusst die Berührung mit allem, was dieses Jahrhundert für seine technischen Errungenschaften hält. Der Maler Ilkir hat sich mit Frau und Kindern in den Busch zurückgezogen. Alles, was Ilkir zum Malen braucht, findet er da, wo er lebt. Die Rinde von den Bäumen löst er, wie das die Gagajus immer getan haben. Der einzige Unterschied: er benutzt statt einer Steinaxt ein Beil aus Stahl. Wenn die Rinde geglättet und grundiert ist, beginnt Ilkir mit dem Malen. Mit rotem Ocker färbt er die gesamte Oberfläche ein. Blut gilt dem Stamm als das Symbol des Lebens.
So wie Ilkir malt, haben es seine Vorfahren auch getan, in Tausenden von Jahren. Und wie die Urahnen benutzt auch er als Motiv die Legenden der Traumzeit. Tiere, die sie darstellen, so glauben die Gagajus, werden nicht aussterben. Und so malt Ilkir Ginga, das Krokodil. Die größten der Tiere in Kakadu und die einzig wirklich gefährlichen sind die Krokodile. Menschenfresser selbstverständlich, wann immer sie Gelegenheit dazu haben. Sie fühlen sich gleichermaßen wohl in Süß- und Meerwasser und sind der Schrecken aller Tiere in den Billabongs, den Lagunen. Gingas Platz in der Mythenwelt hat die Männer des Stamms nie daran gehindert, von kleinen Flößen Jagd auf Krokodile zu machen. Krokodilfleisch soll eine Delikatesse sein. Groß und furchterregend gefährlich sind die Krokodile ganz gewiss. Aber der König der Tiere in dieser Lagunenlandschaft ist ein Vogel. Der Marawuti, wie ihn die Ureinwohner nennen, der weißbrüstige Seeadler. Die Menschen im Reservat glauben, dass er die Seelen der Toten greift und ins Jenseits trägt. Das Reich des Marawuti ist ein Tierparadies voller Leben und Dramatik. Unter den Augen eines stöbernden Leguans angelt sich ein Jagana, ein schwarzhälsiger Großstorch, einen Aal. Aber der Meister der Jagd ist der König der Tiere in diesem Revier, der Marawuti. Acht, vielleicht sogar 10 Generationen von Seeadlern sind in diesem Nest geschlüpft. Es wächst von Jahr zu Jahr. Mit neuen Zweigen und Ästen baut jedes Elternpaar an. Das Reich des Marawuti dehnt sich aus bis zu den Teichen und Wasserlöchern im Gebirge. Auf der Jagd nach einem Fisch schwebt der Adler über einem der heiligen Felsen. Dessen Hüter ist, in der Riege der alten Männer, die über den Mythos der Traumzeit wachen, Nipakapiriji, bei ihm Minigapindi.
Um den Kontakt mit den Geistern nicht zu verlieren, besucht Capirigi den heiligen Felsen regelmäßig. Der Zauber der Traumzeit lässt keinen der Alten los. Minnie ist ausgezogen, um etwas zu essen zu suchen. Im Sand findet sie frische Spuren eines Krokodils und bald darauf ein Nest mit Eiern, die in der letzten Nacht gelegt worden sind. So reich ist das Land und so genau kennen es die Menschen, die hier leben, dass ein, zwei Stunden am Tag genügen, um reichlich Nahrung zu finden. Capirigi hat die Schlucht erreicht, in der die Geister leben. Er hat sie nie gesehen, aber er weiß, dass sie ihn beobachten. Er verkündet seine Anwesenheit und bittet um Erlaubnis, den Canyon zu betreten. Capirigi beschwört die Traumzeit. Die kleine insulare Kultur dieser australischen Ureinwohner lebt nahezu unverändert seit 40.000 Jahren. Jubei, der große Laubenvogel, ist den Gagajus nicht ganz geheuer. Er klaut wie ein Rabe, am liebsten Knochen und Muscheln. Damit schmückt er sein Nest. Und das tut er, weil er glaubt, so die Weibchen ein bisschen leichter locken zu können. Wenn ein Weibchen in der Nähe seines Nestes auftaucht, dann gockelt der Jubei. Dann spreizt er sich und zeigt, was er an seiner Laube zu bieten hat. Das Nest des Jubei sieht der Hütte ähnlich, die die Gagajus für die Zeremonie benutzen, in der die jungen Männer in die Gemeinschaft des Stammes aufgenommen werden. Der Jubei symbolisiert für sie das Ritual. Wenn Garkin kommt, der braune Falke, verändert sich das Leben im Reservat. Für Big Bill Naiji ist seine Ankunft das Signal, mit den Vorbereitungen für die Reinigung des Landes zu beginnen, so wie die Gagajus sie verstehen. Die Tradition verlangt, in jedem Jahr das Grasland abzubrennen und damit die Erde zu säubern. Das geschieht nach strengen, uralten Stammesregeln. Bills Sohn Jonathan lernt vom Vater, wann und wie die Feuer entzündet werden müssen. Wenn die Zugvögel sich auf den Weg machen, dann ist die Zeit gekommen. Dann sind die Tiere im Grasland groß und kräftig genug, um vor dem Feuer davonzulaufen.
Außerdem ist es um diese Jahreszeit relativ kühl. Wurzeln und Halme sind noch nicht ausgetrocknet. Dass die Brände außer Kontrolle geraten, ist nach der Erfahrung von 1000 Jahren nicht zu befürchten. Das Land wird gereinigt, aber nicht verwüstet. Nur wenn die Regeln genau befolgt, die Zeiten für die Brände genau eingehalten werden, können die Gagaju sicher sein, dass nichts passiert, was sie nicht wollen. Das Dickicht ist verschwunden. Bald wird junges Gras nachwachsen und die Kängurus werden kommen, um es abzufressen. Dann werden sie leicht zu jagen sein. Der Jubei hat Pech gehabt. Seine kleine Liebeslaube ist abgebrannt. Aber seine Knochen- und Muschelsammlung hat das Feuer einigermaßen unbeschädigt überstanden. Am Tag nach dem Brand beginnt er mit dem Bau eines neuen Nestes. Als erstes holt er seine Dekorationen an den neuen Nistplatz. Dann legt er den Boden aus, eine Art Teppich aus Halmen und winzigen Zweigen. 4-5 Stunden Arbeit jeden Tag und nach 2 Wochen ist die neue Liebeslaube fertig. Gundamen, die Kragenechse, ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wohin Ungehorsam führen kann. Sie war einmal ein schöner, schlanker Mensch, aber als der damit begann, bei den Stammeszeremonien die heiligen Riten zu missachten, bestraften ihn die Geister und verwandelten ihn in eine Echse. Eine groteske Kreatur mit einem spindeldürren Körper und einer schlabbrigen, viel zu weiten Haut. Erst jetzt, da der Stamm der Gagaju sich nach und nach auflöst, und nur noch die Alten die Traditionen pflegen, erst jetzt gerät die Lehre vom ungehorsamen Gundamen allmählich in Vergessenheit. Auch das Lied ist ein Teil der Brücke, die die Alten mit der Traumzeit verbindet. Felix Ihanuk besingt eines der mythischen Wesen, das aus dem Meer kam und die Erde schuf, Inju Wanjuwa. Es lebte am Anfang der Traumzeit in einer Höhle. Dort hat es sein Abbild hinterlassen. Inju Wanjuwa kam aus dem Meer über den Fluss und über die Berge und formte das Land auf seinem Wege. Er gab den Menschen ihre Rituale und zeigte ihnen, welche Tiere sie jagen sollten, um davon zu leben. Inju Wanjuwa, so erzählt es Felix Ihanuk, habe sich am Ende in Stein verwandelt. Dieser Stein dort, das ist Inju Wanjuwa. Für den Stamm ist der Felsen der Mittelpunkt seines zeremoniellen Lebens, der Ausgangspunkt der Brücke in die Traumzeit. Nicht weit davon
die Höhlen, in denen die Gagajus seit jeher die Gebeine ihrer Toten bewahren. Felix Ihanuk ist der Einzige, der die Bestattungsrituale der Gagajus bis in jede Einzelheit kennt. Er erklärt, wie sich die Menschen bemalten, bevor sie die Gebeine der Toten in die Höhlen trugen. Eine lähmende Traurigkeit kommt über die beiden Alten, wenn sie davon reden, wie ihre Kultur, die Zehntausende von Jahren überlebt hat, nun am Ende ist. Keiner in der jüngeren Generation will ihre Ämter übernehmen. Kaum einer der Jungen interessiert sich für die Riten, für Njuvanjuwa, für die Legenden aus der Traumzeit. Ihanuk sagt, ich kann oft schlecht schlafen. Nachts weine ich manchmal, weil keiner da ist, der so leben will wie wir. Wenn wir tot sind, Bill und ich, dann werden sie unsere Gebeine hoffentlich hierher bringen, in diese Höhle. Dann sind unsere Seelen bei Njuvanjuwa und in der Traumzeit. Louis Ilkir malt ein Tier, das in der Mythologie der australischen Ureinwohner eine besondere Rolle spielt. Eins, das es nur in Australien gibt. Gandagitsch, das Känguru. In der Traumzeit hat es, so will es die Überlieferung, die Landschaft geformt, die Täler und die Mulden. Im Reservat von Kakadu leben mehrere Känguruarten. Das größte von ihnen ist das Antilopenkänguru. Nur ältere Menschen sollten sein Fleisch essen, sagen die Gagajus, weil es den Jüngeren grausame Träume beschert. Die Tiere leben in kleinen Gruppen. Sie sind normalerweise sanft und zutraulich. Kleiner, aber erheblich aggressiver ist das Wallaby-Känguru. Unter den Fledermäusen sind die sogenannten Flughunde die größten. In Scharen von manchmal 100.000 und mehr hocken sie auf Bäumen. Am liebsten, weil es dort kühler ist, in der Nähe von Gewässern. Sie streiten sich fürchterlich, aber verletzen sich nur selten. Fliegen lernen die jungen Fledermäuse erst später. Im ersten Monat nach der Geburt werden sie von den Müttern getragen. In der Mittagshitze fächern sich die Tiere kühle Luft zu. Wenn das nicht hilft, lecken sie ihre Flügel. Der verdunstende Speichel kühlt auch ein bisschen. Wenn sie fliegen wollen, suchen sie sich zum Start die höchste Stelle im Baum. Für die Ureinwohner symbolisiert Goloban, der schwarze Flughund, die Mächte der Dunkelheit. Der Medizinmann, hoch angesehen unter den Ureinwohnern, wird manchmal schwarzer Flughundmann genannt.
Wenn ihm ein bisschen Zeit bleibt, geht der Nationalpark-Ranger Jonathan mit dem Vater in den Busch, um von ihm zu lernen, was es mit der Traumzeit und der Geschichte seines Stammes auf sich hat. Die beiden besuchen Hawk Dreaming, den Felsen, auf dem der Falke träumt. Es ist Garkin, der Braune. Das Klettern fällt Bill schwer. Bald wird er auf diese Tour verzichten müssen. Bill erklärt seinem Sohn den Mythos von Hawk Dreaming und zeigt ihm die Stelle, an der er mit 8 Jahren seinen Handabdruck hinterlassen hat. Damals, als er mit seinem Vater hier war. Der Abdruck ist eine Art Signatur, die einen Anspruch anmeldet. Einen spirituellen, keinen materiellen. Ein paar Tage später wandern Bill und Jonathan zu einem Felsen ganz in der Nähe von Hawk Dreaming. Als Zeichen der Verpflichtung auf die Traditionen der Ureinwohner wird Jonathan auf einem Felsen seinen Handabdruck hinterlassen, so wie das seine Vorfahren über Tausende von Jahren getan haben. Die Jahreszeit der heißen Winde kündigt sich an. Der Spinifex-Gras verdorrt. Die Wasserfälle werden zu Rinnsalen. Das Buschgras, das die Brände nicht erreicht haben, verfilzt sich zu sperrigen Matten. Nur ein paar trübe Tümpel sind geblieben vom Wasserreichtum der Marschen. Zu Opfern der sengenden Sonne werden auch Barramundi und andere Fische. In den Billabongs machen die Räuber reiche Beute. Ein Leguan versucht sich am Kadaver eines riesigen Lungenfisches, des Barramundi. Vergeblich. Größer und fetter als sonst jetzt auch die Beute des Marawuti, des Seeadlers. Falken haben kleinere Schnäbel und Klauen als der Adler, können ihre Beute deshalb nicht so mühelos zerreißen wie der Marawuti. So warten sie, bis der Adler mit der Arbeit begonnen hat und reißen ihm dann die besten Stücke aus dem Schnabel. Beep, 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 beep.
In der Trockenzeit sterben jedes Jahr Tausende von Barramundi, weil die Ureinwohner glauben, dass Tiere, die sie in ihrer Kunst darstellen, nicht aussterben können, malen sie in den Dürremonaten mit Vorliebe diesen Fisch. Auch Bluey Ilkir tut das. Sein Bild ist fertig. Es beschwört die unsichtbaren Mächte der Traumzeit, den Tieren in der Marsch das ewige Leben zu sichern. Blueys Frau, Susan, erzählt ihren und anderen Kindern von den Jahreszeiten im Norden Australiens. Zur Illustration benutzt sie Fadenspiele. Aktuell an diesem Tag das Symbol für den Blitz. Mit gewaltigen Stürmen kündet sich Ende Oktober die Regenzeit an. Ein Blitzschlag hat diesen Wald in Brand gesetzt und scheinbar vernichtet. Aber bald wird mit dem Regen das Leben zurückkehren. Herr über Donner und Blitz ist ein mythisches Wesen mit Namen Namarkon. Wie ein Bogen spannt sich der Blitz über seinen Körper. Wenn es donnert, schlägt Namarkon mit einer Steinaxt gegen die Wolken. Aljur, die farbenfrohe Heuschrecke, erscheint im November, wenn die Stürme am stärksten sind. Für die Ureinwohner sind die Heuschrecken Namarkons irdische Kinder. Nach dem Regen ist bald alles wieder, wie es war. Fast über Nacht erholt sich die Pflanzenwelt. In verkohlten Wäldern frisches Grün. In wenigen Tagen wird Kakadu wieder zum Paradies. Jonathan, der Nationalparkhüter in staatlichen Diensten, will tiefer in die Mythen seines Stammes eindringen. Zusammen mit seinem Vater Bill Naiji, mit Nipa Kapiriji, dem Zeremonienmeister, und mit Bluey Ilkir, dem Maler, besucht er in einem entlegenen Teil des Reservats einen Steinbruch. Die Alten zeigen ihm, wie sich aus Stein Messer machen lassen und Speerspitzen. Die Steinmesser sind höllisch scharf. Früher, als die rituelle Aufnahme in die Gemeinschaft des Stammes für die Jungen noch eine Selbstverständlichkeit war, hat man ihnen mit diesen Messern Symbole der Traumzeit in die Haut geritzt. Diese Männer bemalen ihre Körper, weil das zu einem uralten rituellen Tanz gehört, dem Korobori. Unter den Gagajus gibt es nur noch wenige, die ihn kennen. Sie haben sich durch Männer aus einem Nachbarstamm verstärken müssen.
Die Tänzer mimen Tiere aus der Traumzeit und Legenden, die damit verbunden sind. Es gibt nicht viele, auch fremden zugängliche Teile der Erde, in denen sich die Menschen ihren eigenen Kosmos über Jahrtausende nahezu unverändert bewahrt haben. Die Gagajus sind sich eins mit Marawuti, dem König der Lüfte, mit Ginga, der die Felsen geformt hat, mit all den anderen Geistern, die im Wasser leben oder in den Bergen oder in die Körper von Tieren geschlüpft sind. In ihrer langen Geschichte haben die Gagajus kein Monument gebaut, das spätere Generationen an sie erinnern könnte. Von ihnen bleibt nicht mehr, nicht weniger, als die Überlieferung eines Lebens in voller Harmonie mit der Natur. Sie haben ihr Land nicht zerstört, ihre Geister nicht vertrieben. Das ist ihre Hinterlassenschaft. Wichtiger vielleicht als die eilfertige Spekulation auf die Unsterblichkeit aus Stahl, Glas und Beton in anderen Teilen der Welt. Nur noch ein paar alte Männer bewahren, was von den Überlieferungen der Gagajus lebendig geblieben ist. Wenn sie sterben, stirbt die Kultur eines Stammes, der 40.000 Jahre alt geworden ist.